Mal gucken, was mit dem 370 geht. Habt ihr es drauf? Ich guck mal eher für. Und ja, dann. Leute, die nächste Folge Tuning Talk. Wir sind wieder auf unserem Roadtrip im Norden. Wir sind nun in der Nähe von Hamburg angekommen. Ist es schon Hamburg? Fast, ja. 8 Kilometer. Hamburg. Und auf jeden Fall, ich habe den Chris hier von Underground Racing. Herzlich willkommen oder herzlichen Dank, dass du uns eingeladen hast. Gerne. Wir sind bei ihm hier in der Werkstatt. Chris, erstmal kurz was zu dir und natürlich auch zu Underground Racing, damit die Leute wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, Underground Racing gibt es jetzt mittlerweile seit 13 Jahren. Also wir haben 2003 angefangen, damals noch mit einem Ladengeschäft in Hamburg, also haben wir hauptsächlich Teile verkauft. Ja. Und haben uns jetzt mittlerweile spezialisiert auf Umbauten von Sportwagen, Rennstreckengeschichten. Ja. Ja. Genau. Und halt auch Import von US-Teilen, Japan-Teilen. Das machen wir momentan. Genau. Wie wir hier schon sehen, hast du es mit super Autos zu tun. Wir haben draußen aber schon mal gesehen, auf jeden Fall, du hast eine beachtliche Sammlung an 300 ZX. Ja? Ja. Also ich habe noch nie so viele auf einem Haufen gesehen, nicht mal, wo ich ein kleines Kind bei Nissan war und das Auto zum ersten Mal gesehen habe. Wie kommt es dazu? Sind es alles deine oder sind es Kundenaufträge? Nee, das sind tatsächlich alles Kundenaufträge und das kommt eigentlich daher, weil wir mit dem Auto damals eigentlich angefangen haben. Also das war so eines der ersten Autos, wo wir angefangen haben, Teile anzubieten, Umbauten anzubieten und da gab es halt relativ wenig. Ja. Und 300 ZX und Supra, das waren so im Prinzip die ersten Projekte, die wir gemacht haben. Okay, gute Projekte, gleich sehr vorangesetzt. Ja. Was habe ich noch draußen gesehen? Erzähl mal kurz, draußen haben wir einen Hyundai gesehen. Darf man das schon erzählen oder wird das so ein Geheimnis? Kleine. Ja, also man darf schon erzählen, aber das ist jetzt quasi ein ganz, ganz frisches Projekt, was wir jetzt erst diese Woche gestartet haben. Das ist ein Hyundai S-Coupé, 1,5 Turbo. Und das soll so ein bisschen, ja, ich sag mal so Richtung Winterbitch, aber halt auch trotzdem irgendwo vernünftig gemacht. Da wird jetzt eine Auspuffanlage gebaut, großer Turbo kommt rein, Ladeluftkühler und so weiter. Also wir wollen einfach mal schauen, was kann man mit so einem Low-Budget-Auto eigentlich machen, wenn man es mal vernünftig macht. Also wenn man da gute Komponenten einbaut und das alles vernünftig zusammenbaut, was kriegt man aus so einem Auto raus? Ja, also verfolgt seine Seite, da werdet ihr auf jeden Fall drüber informiert. Und im Frühjahr spätestens sind wir auch nochmal hier und dann gucken wir uns an, was du da gemacht hast. Sehr gerne. Auf jeden Fall. Du fährst auch Time Attack mit einem 370Z, den blenden wir jetzt auf jeden Fall ein. Was hast du genau an dem Auto gemacht und warum hast du dich auch für dieses Auto bei Time Attack entschieden? Also grundsätzlich war es ja so, dass die Time Attack Serie am Anfang nur für Japaner offen war. Das heißt, es musste ein japanisches Auto werden. Das war schon mal die Grundvoraussetzung. Und da ich ja wie gesagt aus der 300ZX-Ecke komme, war für mich klar, dass ich irgendwo Nissan haben möchte. Ja. Und der 370Z ist halt ein perfektes Track-Tool. Also 350 war auch schon cool. Und der 370 jetzt als Weiterentwicklung, muss ich sagen, für mich das beste Auto. Okay. Auf jeden Fall. Okay, hast du viel an dem Auto machen müssen, damit es für die Rennstrecke tauglich ist? Was fährst du für ein Fahrwerk, Reifen? Doch, also wir haben den jetzt über die Jahre, ich habe den jetzt mittlerweile seit 6 Jahren, haben wir den immer weiterentwickelt. Und halt, sage ich mal, von Trackday zu Trackday immer geschaut, was muss man machen. Mittlerweile ist sehr viel dann gemacht, also Bremse ist geändert, Fahrwerk ist geändert. Ich habe jetzt im Moment Konis gelb einstellbare mit Eibach-Federn. Bremse ist eine große zweiteilige von Stillen aus Amerika und Auspuffanlage komplett aus Titan. Geänderte Ansaugbrücke, Motorsteuerung optimiert von IQ Developments, also der Heiko, den ihr ja auch schon erwähnt hat. Und Semislicks, andere Felgen etc. Also an dem Auto ist eigentlich alles gemacht, was man machen kann. Und halt innerhalb des Reglements der Clubklasse, in der ich fahre, da gibt es natürlich gewisse Einschränkungen. Also sprich ein Turbo-Umbau zum Beispiel wäre jetzt in der Klasse nicht erlaubt gewesen. Und möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt, weil so als Sauger hat er bisher für alles gereicht, was in der Clubklasse mitgefahren ist. Wie gesagt, 2014 bin ich Meister geworden, 2015 Vizemeister. Ja. Also das funktioniert. Okay, also ein professioneller Fahrer. Zumindest so im kleinen Rahmen, in der Hobbyliga. Rockst du schon ordentlich. Ist es ganz gut, ja. Genau. Ist es auch das Auto, wo du sagst, ich frage immer wieder die Frage, was ist dein Traumauto, was ist für ein Auto, wo du sagst, oh, da würde ich gerne mal mit bei Time Attack mitfahren oder auch im Alltag. Gibt es da so ein absolutes Traumauto für dich?
Also eigentlich ist das schon mein Traumauto, muss ich ganz ehrlich sagen, weil vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist es halt wirklich super geil und du kannst halt auf der Rennstrecke auch mit Porsche und anderen Kollegen mithalten, die sich teilweise wundern, was für eine Performance da rauskommt. Und wenn man dann auch halbwegs fahren kann, dann reicht das Auto eigentlich, um so den einen oder anderen zu ärgern, der einen vermeintlich stärkeres oder schnelleres Auto fährt. Okay, super. Was sagst du zu so einem Wiesmann, den du hier zu stehen hast? Ja, super geile Sache auf jeden Fall. Ja. Werden ja leider nicht mehr gebaut. Insofern werden sie auch immer seltener und immer teurer. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir auch so ein Auto hier bei uns in der Werkstatt haben. Ja. Was hast du noch in der Werkstatt? Du hast auf jeden Fall die Corvette hier zu stehen. Was hast du hier dran gemacht? Ist es auch ein Spektrum, was Underground Racing anbietet? Upgrades für die Rennstrecke und, dass ein Kunde ein Auto abgeben kann und du machst nach seinen Wünschen das Auto bereit? Absolut, also durch die Teilnahme an der Time Attack sind wir natürlich auch auf vielen Trackdays unterwegs und lernen dort Leute kennen, die dann auch sagen, Mensch, ich habe da auch so ein Auto, ich möchte gerne Rennstrecke fahren und was muss ich denn machen? Die kommen dann auch im besten Fall irgendwann mal zu uns und das ist jetzt halt auch so ein Fall, wo der Kunde gesagt hat, er möchte gerne seine ZR1, die eigentlich grundsätzlich schon nicht schlecht motorisiert ist und auch so nicht schlecht aufgebaut ist, aber man hat halt immer das Problem bei Serienfahrzeugen, du kannst mit denen nicht so eins zu eins auf die Rennstrecke. Also zumindest gibt es nur sehr, sehr wenige. Vielleicht ein GT3 RS oder sowas, mit dem funktioniert das. Aber alles andere, was so serienmäßig auf die Straße kommt, das funktioniert auf der Rennstrecke so nicht. Ja? Und der Kunde hat halt gesagt, er möchte gern Trackday fahren. Also auch nur im privaten Bereich. Aber er will das Auto halt so standfest haben, dass er da ohne Probleme auch mal ein paar Runden drehen kann. Okay. Und da haben wir jetzt einen Carbon-Spoiler montiert. Haben einen Überrollbügel montiert, Sportsitze reingebaut, die Bremsanlage optimiert, Software wird auch noch ein bisschen was gemacht. Dann sind da Michelin, Pilot, Sport, Supercup drauf, also im Prinzip das ist schon nichts, vernünftige Reifen, genau. Ja, also so, dass man mit dem Auto auf der Straße fahren kann, es wird auch alles eingetragen. Ja. Ja, das war dem Kunden auch ganz wichtig, dass das nachher alles TÜV bekommt, dass er damit auch zur Rennstrecke ohne Sorgen fahren kann und dann da halt auch entspannt seine Runden drehen kann. Super. Was sagst du, wenn jemand anfängt mit so einem Motorsport und er hat zum Beispiel, mit was fängt man eigentlich an bei Type R? Ein Civic, Type R? Oder ist es schon zu hoch gegriffen? Eigentlich ist das nur eine Frage des Budgets. Ne? Also es gibt Leute, die fangen dann direkt mit dem GTR an, also mit dem aktuellen. Es gibt aber auch Leute, die fahren dann mit Suzuki Swift mit. Ja. Das Schöne an der Time Attack ist ja, durch die verschiedenen Klassen findet da jeder irgendwo, sag ich mal, sein Umfeld, wo er dann noch konkurrenzfähig ist. Und im Endeffekt kann man mit allem dort starten. Ja? Also je nach Geldbeutel. Ja? Okay. Und wenn man dann anfängt zu fahren, dann merkt man sowieso ganz schnell, ob man jetzt an dem vorhandenen Auto was modifiziert, ob man das immer weiter aufbaut oder ob man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, gut, jetzt habe ich quasi die Technik ausgereizt und jetzt muss er schnelleres her. Aber man kann im Prinzip mit allem dort starten. Okay. Ziele für dich für das nächste Jahr, für kommende Saison, Time Attack? Ja, Ziele auf jeden Fall Teilnahme an der Meisterschaft. Ja. Dieses Jahr habe ich einmal ausgesetzt, weil ich in den letzten zwei Jahren durchgefahren bin. Ja. Und dementsprechend würde ich ganz gerne nächstes Jahr wieder starten. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel und halt nochmal gucken, was mit den 370 geht. Und da muss man mal schauen, wie gesagt, wo ich dann nächstes Jahr stehe, weil das Teilnehmerfeld ja auch immer breiter wird. Es sind ja jetzt andere Marken zugelassen, also sprich, es ist nicht nur auf Japaner mittlerweile mehr beschränkt, sondern es dürfen jetzt auch BMWs etc., also es darf jetzt alles mitfahren. Und das macht natürlich auch nochmal interessanter, weil in den zwei Jahren, wo ich gefahren bin, war es eben noch rein japanisch. Und insofern bin ich mal gespannt, wie der Z sich dann auch schlägt, wenn dann mal andere Marken mitfahren. Ja. Okay, gibst du dich Vorbilder als Rennfahrer? Oder wer ist so dein Lieblings-Top-Rennfahrer? Schwer zu sagen. Also grundsätzlich muss ich sagen, so die Rallye-Fahrer, vor denen habe ich großen Respekt, was die Jungs da hinter dem Steuer machen. Aber man muss eigentlich sagen, jeder Rennsport, also ob das jetzt Formel 1 ist oder DTM oder was auch immer, was die Jungs da leisten, das ist schon enorm. Also ich maße mir nicht an, dass ich jemals irgendwo auch in die Richtung komme und insofern da höchsten Respekt, auf jeden Fall. Aber einen bestimmten Fahrer habe ich da nicht. Okay. Dann bleibt für dich nur noch übrig, jemandem Danke zu sagen, jemanden zu grüßen oder was auch immer. Ja, und wenn ich die Möglichkeit habe, dann grüße ich und danke ich auf jeden Fall meiner Freundin für ihr großes Verständnis, weil das ist halt hier zwar ein Beruf, aber auch irgendwo eine Berufung oder ein Hobby und eine Leidenschaft. Und für das Verständnis
muss man sich einfach auch bedanken, weil das ist sonst auch nicht machbar. Auf jeden Fall. Okay. Ich danke dir auf jeden Fall, dass wir dich hier besuchen konnten und uns interessant unterhalten konnten und wirklich eine Top-Halle gesehen haben mit geilen Autos. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wir werden immer wieder mal vorbeischauen und berichten, was du gerade so treibst. Ja. Und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr bei Time Attack. Gerne. Und ja, Leute, ich verlinke unten seine Seite, gebt ihm auch auf jeden Fall ein Like, guckt drauf, was es da für Projekte gibt. Und natürlich auch für uns, man muss es immer wieder sagen, verlinkt uns und liked und teilt. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Race City geht auf die